Hallo, moin, moin und guten Tag. Was wir hier im Augenblick machen, ist eine kleine Serie Tremarelle Angeln für Einsteiger. Und heute bei dem ersten Teil geht es um die richtige Bewegung. Ganz wichtig ist, dass man auch eine richtige Tremarella-Route hat. Ich weiß, dass es im Internet manchmal behauptet wird, dass man das auch mit einer Matchroute oder mit einer Feederroute oder irgend so einem Quatsch machen kann. Das Problem ist, dass die Routen überhaupt nicht richtig schwingen. Auch ist so eine Tremarella-Route extrem leicht. Ich habe hier jetzt eine Tubertini Twin Trout, und zwar in der Klasse 3. Das ist eine Route mit 6 Gramm Wurfgewicht. Man kann auch die Klassen 1, 2, 3, das haben wir hier, oder die Klasse 4 nehmen. Schon bei der 5er, die hat 12 Gramm Wurfgewicht, ist mir das persönlich zu schwer. Das geht mir einfach zu sehr auf den Arm. Um ganz zu Anfang zu üben, mache ich als erstes mal die Rolle ab. Ohne Montage, ohne alles. So eine Tremarella-Route, wenn man die das erstmal in der Hand hat, kommt mir einem total schwapsig vor. Die ganze Route schwingt in sich. Und das ist auch beabsichtigt. Das machen andere Routen nicht, vor allen Dingen Feederrouten. Da schwingt nur die Spitze und der gesamte Blank bleibt total steif. Hier schwingt die gesamte Route, wir sehen das gleich noch. Und die Route wiegt ungefähr 130, 135 Gramm. Im Vergleich dazu, eine Feederroute fängt an ab 250, 280, 300 Gramm, je nachdem wie schwer die ist. Zu Anfang nehmt ihr die Route einfach ohne Rolle. Haltet die in der Höhe des Rollengriffs und legt den Zeigefinger auf den Blank. Und dann schüttelt ihr die Rute aus dem Handgelenk heraus. Ganz wichtig ist, der ganze Arm bleibt komplett stillstehen. Wichtig ist am Anfang, dass ihr einfach spürt, wie die Rute arbeitet. Ihr müsst die Rute für euch arbeiten lassen. Ihr dürft nicht gegen die Rute arbeiten, sondern die Rute arbeitet für euch und schwingt um ihre Schwingungspunkte. Völlig falsch ist es, wenn ihr so etwa arbeitet. Vielleicht kann man das auch sehen mit der Kamera, dass jetzt die Route vollkommen anders schwingt. Das ist auf jeden Fall absolut falsch und total anstrengend, selbst mit einer 130 Gramm Route. So ist es richtig. Und es ist völlig egal, ob ihr zu Anfang die Route viel zu stark bewegt. Die Spitze kann ruhig 70, 80, 90 cm hin und her schwingen. Hinterher, wenn die Pose dran ist, wird die gleiche Bewegung in der Hand reduziert an der Rutenspitze, dadurch, dass die Pose bzw. die Schnur eben an der Spitze zieht. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr die Bewegung richtig drauf habt, die wirklich mit einem ganz lockeren Handgelenk erfolgen soll, dann könnt ihr das montieren. Da gibt es noch den nächsten Teil zu, wie das genau montiert wird. Rolle kommt dran und ich empfehle ganz dringend, eine Posenmontage zu nehmen zu Anfang. Glaskettenmontagen, Federkettenmontagen oder auch mit irgendwelchen Rasselteilen. Da könnt ihr sehr häufig überhaupt nicht kontrollieren, was macht das Ding unter Wasser. Und mit der Posenmontage sieht man das wirklich hervorragend. Nach dem Auswerfen oder zum Ende des Auswerfens stoppt ihr das ein bisschen ab, dann kann die Montage schön gestreckt aufkommen und dann beginnt ihr so wie gelernt die Route zu schwingen. Dabei sollte die Route ungefähr im 45 Grad Winkel nach oben stehen und Richtung Pose stehen. Und dann wird gleichzeitig ganz langsam dabei eingekurbelt und wirklich langsam. Und man sieht dann normalerweise, wie die Pose auf dem Wasser poppert. Und bei diesem Poppern gibt es eben eine Druckwelle nach unten. Das ist das Wichtige dabei, das ist das Interessante beim Tremarella-Angeln. Und für die Forellen ist es ähnlich, als ob Pellets reingeworfen werden. Diese Pellets machen ja auch eine kleine Druckwelle nach unten. Es macht plopp, 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 plopp. Und genau das Gleiche passiert hier mit der Pose. Im nächsten Teil, wo ich die Montage erkläre, zeige ich dann auch nochmal, dass diese Posen eine besondere Form haben und dann eben diese Druckwelle nach unten erzeugen. Schlanke Posen wie ein Federkiel sind dafür völlig ungeeignet. Wenn die Pose sehr weit draußen ist, kann man diese Bewegung relativ stark machen. Wenn die Pose dann in die Nähe kommt, mal gucken, ob man das so sieht, dann kann auch die Bewegung der Route viel kleiner werden. Und trotzdem sieht man, wie die Pose noch arbeitet.
im Nahbereich, schwenkt in die Rute leicht zur Seite und dann kann man manchmal ganz, ganz, ganz langsam weiterkurbeln und trotzdem arbeitet die Pose noch exakt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, beim Tremarella-Angeln. Probiert das vernünftigerweise mit einer richtigen Tremarella-Route aus. Leiht euch vielleicht eine bei einem Freund, irgendwie sowas in der Richtung. Man muss vielleicht nicht gleich eine kaufen. Und es ist eben wirklich wichtig, dass es eine Route ist mit maximal vielleicht 8 Gramm Wurfgewicht. So eine Tubertini Twin Trout in Klasse 3 zum Beispiel ist eine ideale Route dafür. Viel Spaß beim Ausprobieren und wie immer, dicke Fische!